Okay, Leute, folgendes, also, willkommen zu diesem wunderschönen kleinen Gamescom-Impressionsvideo. Ich habe mich jetzt bewusst dazu entschlossen, die nächsten Tage, beziehungsweise die letzten Tage eher in einem großen Video zusammenzufassen, als nochmal einen richtigen Vlog zu machen. Falls ihr den ersten Vlog noch nicht gesehen habt, der ist hier oben vorliegt. Nochmal danke für das fette Feedback dafür, auf jeden Fall richtig, richtig nice von euch. Ihr hört vielleicht, meine Stimme ist komplett im Eimer. Ich habe Fieber bekommen gestern Abend, es ist so viel passiert, diese Messe über. Ich möchte mich auf jeden Fall erstmal ganz, ganz krass bei euch allen bedanken. Ich meine zu glauben, dass das die heftigste Gamescom ist, die ich jemals erlebt habe. Es wird jedes Jahr krasser, die Schlangen werden jedes Jahr länger bei uns. Es war einfach mega, mega geil, euch alle wieder hier gehabt zu haben. Ich werde das Dankeschön für diesen wunderbaren Support und für euer Verständnis, wenn es dann vielleicht doch mal nicht ganz so läuft, wie wir das geplant haben. Es ist nun mal chaotisch hier, aber es kann immer wieder mal vorkommen. Ihr wisst, wie es ist. Riesiges Dankeschön auch an die Leute, die alle im Bootshaus gewesen sind und mit unserer Not-So-Cool-Geschichte unterstützt haben. Hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ein Aftermovie kommt da vielleicht auch noch, oder Thomas? Super, perfekt. Also, alles im Allen auf jeden Fall wieder eine richtig, richtig krasse Messe gewesen. Riesiges Shoutout an meine Community, an euch hier alle. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Jahre mit euch. Ich habe keine Stimme mehr, deshalb gibt es für euch ein paar wunderschöne Impressionen. Ein ganz kleines Aftermovie von der Gamescom, was Thomas aufbereitet hat für euch. Hab euch lieb, ciao, ciao. Alter, ich hab keine Stimme mehr. Hallo erstmal, hallo Gamescom, warum seid ihr so viele? Was geht? Hi! Geil! Mann, wie viele Leute du hier eben holst. Krasse Sache. Wie geht's dir? Wir haben den Freitag heute der Gamescom 2018. Was hast du bisher gemacht? Wie fühlst du dich und wie findest du die Gamescom 2018? Ich habe meine Stimme fast verloren, aber sonst geht's mir wirklich gut. Das ist echt geil. Das macht echt viel Spaß. Das ist geil. Wir haben heute was ganz Besonderes, was wir gerne vorstellen möchten. Und wir haben im Hintergrund was verdeckt. Das möchte ich gerne mit dir hier jetzt mal zusammen anschauen. Das ist nämlich was wirklich ganz Besonderes und ich freue mich wirklich riesig, dass das geklappt hat. Und wenn ihr euch fragt, was das ist, ich möchte am liebsten, dass du das selber machst. Möchtest du vorher noch was sagen? Ist da Paluten drunter? Auf gar keinen Fall. Rivi, ich gehe mal zur Seite. Liebe Freunde, es ist nichts Geringeres als dein eigener Stuhl, der Rivi-Zeitstuhl. Bitte ganz kurz einen Applaus. Rivi, wir haben uns hingesetzt und haben gefragt, hey, kannst du dir vorstellen, deinen eigenen Stuhl zu bekommen? Mit deinem eigenen Design, deinem eigenen Logo, wirklich nur für dich gemacht. Es hat geklappt, wir haben uns mega gefreut bei Need for Seed. Erstmal vielen Dank, aber was sagst du dazu? Es sieht richtig, richtig gut aus, vor allem das neue Logo ist ja hier schon mit drauf und allem drum und dran. Gefällt mir richtig, richtig gut. Echt, richtig nice, Dankeschön. Oh, hinten ja auch. Oh, oh. Können wir einen Applaus für den Stuhl haben? Dankeschön. Ich glaube, die Leute freuen sich, wenn wir ein paar T-Shirts raushauen, wenn wir ein paar Caps raushauen. Wir haben auch Powerbanks mit am Start, also wir haben richtig geile Sachen. Stühle soll ich nicht werfen, oder? Stuhl werfen. Mega cool, dass du da warst. Ich freue mich natürlich, wenn wir uns wiedersehen. Das war natürlich eine richtig coole Aktion hier mit Rivi am Stand. Hallo,
Lukas. Hi. Bei der Autogrammstunde. Du bist zu spät gekommen. Ja, ich will ja auch kein Autogramm von dir. Was soll ich hier? Vielleicht film, du Affe. Lauf mal hier kurz die Reihe ab, wenn du willst. Okay. Und zieh den T-Shirt an, weil es ist kalt, Thomas. Ja, aber ich habe ja ein T-Shirt an. Also ich weiß nicht wieso, aber der Kerl hat sich einfach gerade ein Autogramm von mir auf die Stirn geben lassen. Also ich weiß, also boah, ist das echt assi. Ist echt assi, was du hier betreibst. Alter. Und jetzt geht's auf die Twin Stage. Aber ohne Scheiß. Das ist krass, Leute. Das ist krass. Also können wir das mal zeigen? Können wir das mal jetzt zeigen? Das ist unfassbar. Hey Leute, wir sind gut durchgekommen. Jetzt geht's zum Meet & Greet. Hi! Alles gut? Wunderbar! Boom, 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 boom. I'ma shoot you right down. Boom, 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 boom. Boom. Ja, ich habe eben schon gesagt, es ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man ein bekannter YouTuber ist, hier einfach so über die Messe zu laufen. Wie ist es bei dir an Tag 1? Es ist schon ziemlich warm und ziemlich voll. Und viele Menschen wollen natürlich von allem irgendwas an. Das ist eigentlich immer ganz schön. Das macht schon Spaß. Du bist jetzt hergekommen. Ich habe nämlich eben behauptet, wir müssen dich bestimmt irgendwo hinten rumschaffen. Und plötzlich kam er zur Seite reingelaufen. Mich haben tatsächlich vier Leute erst aufs Klo begleitet. Schön. Und dann bin ich mit vier Leuten komplett hingelaufen. Ja, das war eine sehr schöne Geschichte. Aber so hat es ja bei dir nicht angefangen. Also irgendwann hast du ja auch mal gesagt, so, ich mache jetzt ein paar YouTube-Videos und guck mal, was passiert. Wie waren denn deine Anfänge? Ich glaube, da war sehr viel Langeweile dabei. Man hat einfach irgendwas hochgeladen und hat gelangert und haben halt immer zusammen gespielt. Und irgendwann haben wir dann angefangen, das hochzuladen. Und dann kam dann irgendwann der Zuspruch von Leuten. Und was hat das dann gemacht? Das war wirklich einfach so, wir machen jetzt einfach mal und gucken mal, was passiert. Das war nie der Plan, sondern mit irgendwas sehen wir dann halt. Ich habe eine Frage, was war dein bestes Video mit den meisten Klicks und Likes? Boah, das weiß ich gar nicht. Aber es muss das Fortnite-Video sein, wo ich mir den Finger geschnitten habe, wa? Was? Du hast ja den Finger geschnitten. Achso, ja, pass auf, das ist so passiert. Ich habe gespielt und dann hatte ich ein Messer in der Hand, was halt vom Essen auf der Lage und das habe ich dann weggeworfen und das ist aber mein Finger hingeblieben. Ja, und jetzt habe ich im kleinen Finger kein Gefühl mehr oben drin. Ich wollte fragen, wie du das kannst du denn werden? Thomas, erzähl doch mal kurz. Jo, also ich dachte mir so, wäre schon geil, was mit YouTube zu machen und dann habe ich einfach mal ein paar Leuten geschrieben, die ich cool fand, unter anderem war der Remi dabei und auch wenn ich es nicht geglaubt habe, aber er hat dann einfach geantwortet tatsächlich. Ja, und ich habe Thomas einfach dann genau fertig. Er hat halt keine Autogrammkarte, sondern einen 100-Euro-Schein dabei, ne? Normal. Das ist strafbar, glaube ich sogar, ne? Chill mal. Chill mal, sagt er zu mir, Alter. Schreib da noch Datum so. Datum auch noch, was haben wir heute denn? 22. Boah, ich fühle mich gerade so dumm, Alter. Wie viel Uhr ist es gerade? 10:06. Ja, Digga, kannst du jetzt für 25 Euro wieder verkaufen, ne? Chill mal. Wir sehen uns. Ich habe noch was für dich. 900-Euro-Schein. Ah, korrekt. Oh, ja. Oh! So viel auf jeden Fall bis dato von diesem wunderschönen Aftermovie. Wir machen hier einen ganz kurzen Break, denn ich muss jetzt mit Breaking News. Marcel, ganz kurz. Ich muss hier mit Breaking News kurz zwischen gehen, Leute. Wir, Team Nitro, haben bei Shadow and War Games gerade komplett zerlegt, ja? 2:0, easy auf der Map. Over under. Go, yeah. Over on the go. Ich bin 19, noch nie so stolz, ein Trikot zu tragen. 19 Kills, Topflagger hier am Start. Hier gibt es nochmal einen schönen Screenshot zum Beweis, dass Marcel schlechter gewesen ist in dem Spiel als ich. Aber er hat einen Granatwerfer und ich nicht. Das stimmt. Leute, Thomas schneidet jetzt noch eine geisteskranke Frag-Montage von dem ganzen Material hinten dran. Und doch, machst du. Doch, machst du!
Wichser. Gut. Ja, darf ich noch ganz kurz was sagen? Nein. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, im Büro mit dir zu arbeiten, während du komplett ausrastest. Auf Wiedersehen.